Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Und ich wollte euch mal kurz was zeigen. Tägliche Belohnung, mittelgroße Trophäe. Heute Tag 99. Und dann, guck mal, was da kommt. Haha, ab Tag 100, besondere Belohnung für 100 Tage. Das gab es früher nicht. Das ist neu. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es sowas gibt. Mein Gott, wie oft ich die Spiel spiele. Heieiei. Manchmal melde ich mich aber auch nur an, muss ich sagen. Also spielt sich täglich. Man muss auch nicht täglich. Teilweise hat man dann mal einen Tag, wenn man den aussetzt und dann am nächsten Tag dann. Bleibt man nur, dann verliert man halt einen Tag, aber sonst nichts. Also da geht das dann eigentlich ganz gut. So, ich bin gespannt, was es morgen gibt. Heute machen wir erstmal die 99 voll. Gucken wir mal, was wir gerade so finden. Super, ja, ganz toll. Ich muss nie wieder arbeiten gehen. So, und das geht uns auch schon hier direkt zum nächsten. Nämlich heute geht es um den Tortoise. Der Tortoise ist ein britischer Tank Destroyer. Und wir gucken mal gerade, wo wir ihn zu finden haben. Nämlich 6.7. Rang 4, genau in der Mitte. Hinter den Charity, den ich echt nicht gut finde, muss man einfach sagen, weil er hat so viele Nachteile gegenüber dem Centurion Mark III und dem F4-4202, mein absoluter Lieblingspanzer aktuell, bei den Briten. Weil der ist einfach, der macht so viel Bock, das ist geil. Also Centurion ist auch schon cool, aber der ist irgendwie ein bisschen cooler. Nichtsdestotrotz, der Charity hat einfach nur Nachteile dazu und dann gibt es halt den Tortoise, der. Ja, ganz anders ist wie der hier. Was ist das jetzt hier? Ah, ja, alles gut. Das passt nämlich auch ganz gut, weil er nämlich, Konzept, ne? Mein Gott, der klingelt aber das Handy und ist man raus. Nein. Also er spielt sich ganz, ganz anders und er passt auch nicht so richtig rein, weil das ist natürlich eine zweite Weltkriegskonstruktion, die man hier hat. Da haben die Briten gedacht, ich kann euch das auch so mal zeigen, haben gedacht, hey, okay, wir brauchen noch richtig Durchbrechpanzer, so ein bisschen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg raus. Ist das entstanden und wenn man das sieht, das ist schon ein ganz schöner Ömmel und der wiegt 81,3 Tonnen. Diejenigen, die meine Videos verfolgen, die wissen ja auch immer, ein, zwei nette Fakten gibt es ja immer dabei. 81,3 Tonnen. Wenn wir jetzt mal hingucken und sagen, okay, Jagdtiger, wo bist du? 75,2 Tonnen. Und du hast ja gesagt, das ist der größte je in Serie gebaute Panzer. Ja, das stimmt ja auch, denn den Tortoise selber, der wurde nie in Serie gebaut. Der wurde zwar gebaut, ich glaube, es gab zwei Stück, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber naja, so viel dazu. So, Tortoise 6.7, was gibt's dazu noch zu sagen? Das Problem ist 6.3er Matchmaking, ihr seid die Könige, keine Sorge. Das ist sowas von gut, was man damit machen kann auf 6.3. 6.7, Matchmaking versaut. Bumm, mit einem Schlag, das ist richtig heftig. Ich sag mal, 9 von 10 Matches, ihr spielt gegen Leoparden. Leoparden selber, also das prallt ab. Das muss man einfach sagen. Ich komme gleich zur Panzerung, keine Frage. Ich will einfach nur sagen, was für heftige Gegner ihr habt. Objekt 120, dem ist es scheißegal, wie ihr wo, in welchen Winkel angewinkelt steht oder sowas. Butter, sage ich euch, Butter. Aber wenn man dann mal das Glück haben sollte, das hatte ich neulich, und dass man dann wirklich auf einem Tier ankommt, was ich war neulich 6.3er Russen. Ja, dann sieht das ein bisschen anders aus, weil die Russen dann wirklich keine gute Chance haben, hier vorne durchzukommen, als Beispiel. Gucken wir uns das mal an. Also der Panzer hat Schwachstellen, er wird aber sehr, sehr wenig gefahren. Und mir ist aufgefallen, viele Leute kennen diese Schwachstellen gar nicht. Das ist wirklich cool. Also da muss man einfach mal, ja, weil er hat zu viel Nachteil und diese anderen 6.7 oder 6.3er Panzer bei den Briten sind so gut, dass man so einen Brocken gar nicht mehr mitschlüren muss, eigentlich. Aber gucken wir mal ganz kurz. Also 152 mm angewinkelt, 207 mm. Ihr seht, das ist richtig schön angewinkelt. Hier vorne ein bisschen steiler, hier ein bisschen weniger. Hier haben wir zum Beispiel mal eine flache Seite, ne? Also hier kann man zum Beispiel durchschießen, wenn man dann richtig zielt. Hier unten kann man auch durchschießen, wenn man dann auch richtig zielt. Aber teilweise sind das dann so doppelte Dinger da dran. Da muss man immer ein bisschen, ne? Ja, also kann sein, geht ganz gut eigentlich. Die Kanone geht unheimlich weit nach links, nach rechts und nach unten. Also das ist schon echt toll, das Kanonenspiel. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Also er hat so ein paar Sachen, aber wenn er so ein bisschen schräg steht, dann ist es wirklich, guckt euch das hier an. Keine Chance, ne? Da geht er nicht durch. Also es prallt wirklich sehr viel ab, muss man einfach sagen. Und dadurch, dass halt so wenig gespielt wird, kennen wenige Leute die Schwachstellen von diesem Panzer. Ne? Also, aber er hat welche, keine Frage. So, hier oben ist zum Beispiel auch was Nettes. Da ist nämlich ein MG-Turm drin. Der MG-Turm selber ist wirklich leicht zu penetrieren. Wenn wir uns einmal die Module angucken, dann ist zum Beispiel ein, was haben wir hier? Ein MG-Schütze. Wer hätte es gedacht, dass er MG-Schütze im MG-Turm sitzt? Der kann dann halt richtig einen mitbekommen und das kann hier ein bisschen runterstrahlen. Dann ist das schon nicht mehr ganz so lustig. Munition hat er massig. Ich nehme immer 30 Schuss mit, weil, naja, ihr fahrt damit mal einfach nicht über die Karte, weil das Ding ist halt mit 19 km/h ganz schön langsam.
Es ist auch wirklich nicht beweglich, also das muss man auch sehen. Auf großen Karten ist er nicht zu gebrauchen, ganz klar. Ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass die Munition weit unten ist, dann geht das eigentlich ganz gut. Und wenn hier eine Granate zündet, dann seid ihr eh tot, ne? Also dann geht das Ding auch wirklich mit einem Schuss hoch. Genau, der Turm oben, das ist noch ziemlich cool. Der ist sehr weit nach links und nach rechts drehbar und dann habt ihr einen Doppel-MG drin mit 7,92 mm. Das ist eigentlich ziemlich cool. Es kann leider nicht so richtig weit nach oben schießen, deshalb ist es sehr schwer, damit Flugzeuge abzuknallen. Aber, weiß nicht, so ein, zwei Flaks kann man damit mal weghauen. Das ist wirklich sehr witzig. Die Kanone selber 9,4 cm Geschütz, das ist wirklich sehr, sehr cool. Schutzmodul habe ich euch gezeigt, also da sind unheimlich viele Leute drin. Ihr fangt an mit der Schott MK1, panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Schutzkappe und ballistischer Haube. Ja, 1443 Meter pro Sekunde fliegt das Ding, Geschossmasse 15 Kilo, das ist ein ganz schöner Ballermann und der haut einfach ein richtig fettes Loch in den Panzer rein, gegen den ihr schießt. Die macht gut Schaden, Verzeihung, die macht wirklich sehr gut Schaden und unten die Penetrationswerte bei 100 Meter auf 90 Grad, 239 mm. Reicht auf dem Tier total, muss man einfach so sagen. Und wenn er gegen Leoparden spielt, Leopard platzt genauso gut, der platzt noch viel besser. Also das ist wirklich ein sehr starkes Geschoss auf Entfernung, ganz schwer. Also ich habe letztes Mal, standen da zwei Panthers. Diese hätten sie sich ein bisschen abgesprochen, der eine links, der andere rechts, dann hätten sie mich, glaube ich, gut geknackt. Aber das war so fies, weiß ich nicht, bam, den ersten richtig einen mitgegeben. Das ist schon echt fies. Ja, ein bisschen habe ich gespielt. Das ist ja, wie gesagt, manchmal zäh, manchmal ist man sofort raus, manchmal geht es sehr gut. Also kommt immer ganz drauf an. Und jetzt höre ich auf zu quatschen, weil sonst dauert das ja alles viel zu lange. Ich würde sagen, wir sehen uns im Gefecht wieder. Bis gleich. So, verlassene Fabrik. Ich bin schon etwas vorgefahren, weil man manchmal so lange fährt mit dem Ding. Und das dauert wirklich ewig unsere Tage, bis man da ist. Ich guck mal, was wir hier so haben. Da ist ein Baum gefallen. Ist meistens nicht so gut. Wir fahren aber aus einem guten Winkel hier ran. Artilleriefeuer auf uns. Ich wurde bis jetzt noch nicht von Artillerie schwer beschädigt, muss man auch sagen, aber es kann natürlich immer das erste Mal passieren. Vorne Tiger. Unbeschädigt, schade. Aber wir fahren einfach drauf zu. Bitte nicht rammen, Kollege. Treffer leider nur. Er hat so gut angewinkelt. Ich hoffe, der Kollege hinter mir rammt mich nicht die ganze Zeit. Jetzt ist der Tiger leider raus. Jetzt haben wir den Abschluss nicht bekommen. Aber wir hauen mal alles hier weg. Aber der Kollege hinter mir macht es natürlich genau richtig. T-34, er hat einen harten Turm. Kann dementsprechend einfach mal ignorieren, was ich denn hier oder mir. Oh. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen, ein bisschen, habe ich nicht ganz gesehen. Aber er hat gut geschossen. Aber ihr seht, ja, das war ein Ruhm. Ne? Vorne, unten durch, keine Problem. Aber halt keine Chance, ne? Kein Schaden gemacht, nix. Auch wenn das von da rechts nichts kommt, da müssen wir ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen sorgen. Artillerie auf uns, auch das ist in Ordnung. Eieieiei, mein Gott, was geht denn hier wieder ab? So, Kollegen, lass mal Papa hier durch. So ein bisschen Angst, dass von der. Mein Gott, was auch immer ihr da macht, hört auf damit. Oh oh. Scheiße. Wo ist er? Oh, wow, 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 wow. Das war richtig knapp. Okay, da ist jetzt gerade eine Artillerie an uns abgeprallt. Ziemlich witzig. Das bauen wir hier ganz schnell ab. Ja. Da steht irgendwas, ich weiß nicht was. Er ist abgeprallt, okay. Er hat ihr ordentlich Smoke gezündet jetzt gerade. Irgendwo ist er jedoch. Da war er. Oh, Gleiskette, Ladeschütze haben wir rausgenommen, sehr schön. Den rammen wir jetzt mal hier weg. Mal die Gleiskette ist eine IS-6, glaube ich, ne? Abschlusshilfe, schade. Nicht mehr ganz bekommen, aber egal, wir erobern das Ding jetzt erstmal hier. Also ihr seht, die, wir sind hohes Matchmaking, aber trotzdem ist es sehr, sehr schwer einzuknacken. Leichter mitbekommen, wir haben einmal eine Artillerie abgewehrt, das war schon mal ganz gut. Müssen wir mal gucken, was da vorne rechts kommt. T-34 da. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich da rauskommen soll oder nicht. Ah, komm, wir fahren mal hier rechts hin.
Also er nutzt nicht natürlich super aus und das ist genau das, was man machen muss. Okay, hier war was. Irgendwas fährt da auf jeden Fall. Ja, Radio da oben, die gehen wir ein bisschen um den Keks. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das handhaben soll. Aber. Ah, hier vorne. Na gut, da gehen wir nicht hin. Oh, da rechts. Eieiei, Kette gezogen. Ziel zerstört, vielen Dank. Sehr schön. Wir haben zwar jetzt die Kette durch, aber trotzdem. Ihr seht, das war ein T-34-100, wo bemerkt. Das ist schon ein echt starkes Geschütz, das muss man einfach so sagen. Müssen wir ein bisschen gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen mit dem MG-Turm noch ein bisschen was machen können. Das macht richtig Böcke, sage ich euch. Jeder hat den Carnarvon gerade zerfetzt von dem Coelian. Das ist echt schade. So. Was ist das für ein Arado? B2? Ich weiß nicht ganz. Oh, nachladen, okay. Das Gute ist dabei, wenn es ein Arado ist und, oh, das wird interessant. Das wird jetzt ein Abknaller hoffentlich. Unbeschädigt, okay. Das wird jetzt sehr interessant. Komm schon. Ist die unbeschädigt, okay. Ah, das ist ein Panther, okay. Ich habe mich verguckt. Ich dachte, das wäre was anderes. Jetzt kommt die Arado und jetzt gibt es eine Bombe. Aber die fliegen zu weit. Sehr gut. Haben wir Glück gehabt. Okay, was haben wir da links? Interessantes Match auf jeden Fall. Ah, Mist. Haben wir Minimappa hauen das Ding. Abgeprallt. Sehr schön. Das gibt alles Punkte. Das ist das Tolle dabei. Aber auf jeden Fall immer mitnehmen. Ah, ist immer noch eine IS-6. Gleiskette mal gezogen. Alles gut, dann bleibt der schon mal stehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen nach links, nach rechts rumkommen. Ah, Mist, der hat sich natürlich rumgezogen jetzt. Das ist die IS-6. Oh, kritischer Treffer auf den Tiger da vorne. Der hat natürlich richtig einen mitgegeben. Ja, kurz gerade richtig. Kommt noch. Ah, okay. Also, das Ding hält schon was aus, das muss man einfach sagen. Das macht schon wirklich Böcke. Abschusshilfe, Panther. Gleiskette gezogen, sehr schön. Jetzt steht er natürlich richtig schön auf dem Präsentierteller. Oh, jetzt haben wir mal ein Glück. Ah, jetzt haben wir natürlich kein Löschzeug. Das ist echt schade. Komm schon. Ah, Mist. Ich weiß nicht, wo er uns getroffen hat. Da war aber mal wieder einer. Ich glaube, ich habe leider kein Backup für den. Das ist wirklich sehr schade. Kraftstoff auf Motor, jetzt brennt er nochmal richtig an mit hier. Und da kriegen wir noch die Abschlusshilfe. Schade, schade, schade. Aber ihr hört, ich bin mehr als zufrieden, denn so eine tolle Runde. Ach Mist, hätte ich mal gucken sollen, wo er durchgeschossen hat. Super geschossen von dem, Ah, nehmen wir Centurion jetzt, weil der Centurion ist auch schon... Oh, verdammt, ist der gut. Ich habe es schon mehrfach gezeigt, aber... Ah, macht einfach Spaß, ne? So, wir schmeißen mal direkt die Artillerie auf B, damit die nochmal direkt wissen, hier bin ich mit uns. Wir fahren aber jetzt hier rechts rum. Aber eigentlich sollten wir das durchhaben. Da hätte ich gerade echt sehen sollen, wie der da durchgekommen ist. Ja, da ist man meistens zu ungestüm, aber trotzdem. Ihr habt gesehen, sehr schön gezeigt, die Kanone ist gut. Die hat wirklich Schaden angerichtet, das muss man einfach sagen. Wir haben, die Panzerung gezeigt, weil, verdammt, wie viele Schüsse habe ich da abgehalten. Die IS-6, seht ihr. Die IS-6 selber, also, wer keine Angst vor der IS-6 hat, ist dumm. Müssen wir einfach sagen. Okay, da gab es schon mal einen Punkt dabei. Jetzt wissen wir wenigstens, was da steht. Wir haben ihn gespottet. Vorne kommt ein T-34, der ihn eigentlich rausnehmen könnte, wenn ich das mal sagen darf. Aber wir versuchen unser Glück. Okay, jetzt versuchen wir unser C zu holen. Das nehmen wir nicht mit. Ah, es könnte ein Ruh sein oder so. Das ist verdammt schnell, ne? Mal schauen, was wir da so haben. Aber als Centurion müssen wir uns da nicht verstecken. Wir haben auf jeden Fall, ja, 1500 Punkte. Wie viele Punkte allein wir durch das Abprallen bekommen haben, das ist echt krass. Und ja, ich sag's immer wieder, das ist schon heavy, ne? Also, deshalb auch Mausfahrer und so weiter, die wissen, wie das geht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich lasse, glaube ich, das Ding erobern, obwohl er dann natürlich wertvolle Punkte bekommen kann. Okay, wo ist er? Der Schlawiner.
Wir haben eine Stabilisierung, das ist sehr gut, sage ich euch. Da fährt er. Oh, Richtschütze, Ladeschütze, sehr schön. Sehr schöner Schuss. Motor, jetzt brennt er noch. Nein, 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 nein. Ich Idiot. Ah, ich habe ja nur den Richtschützen rausgenommen. Das war ganz dumm von mir. Richtig dumm, aber er brennt lange. Ach nee, ist ein IS-6. Er hat auf jeden Fall einen Feuerlöscher. So, jetzt spielen wir noch ein FV-4202. Das war echt dumm. Hätte ich nochmal auf den gleichen Punkt geschossen oder in den Helm rein. Ah, Mist, da habe ich einfach nicht nachgedacht. Da war ich gerade so, ey, da hat er geschossen. Ah, echt dumm. Keine Frage, aber er steht auf jeden Fall erstmal. Das ist gut. Na, spannende Runde mit den Briten hier. Ist auch super Tier, wirklich. Also, die Briten sind schon verdammt stark. Ich habe gerade gesehen, das hätte ich mit dem Deutschen nicht machen können. So, erstmal aus der Fahrt schießen, klar. Und in eine Seite von der IS-2 mit einer 8-8 als Beispiel. Das ist schon ganz schwer. Und da ist noch eine Focke Wulf oben, die gerade richtig reingeschossen hat. IS-6 at sea. Two crew members down. So, da wissen alle Bescheid. Und dass wir da mit der IS-6. Und wie man sie einzustufen hat, weil wenn sie jetzt geschossen hat, dann hat sie eine sehr lange Nachladerate. Da kann sie machen, was sich will. So ein F4202. Wo ist die IS-6? Ich habe jetzt auch keinen Bock drauf zu gehen und mich dann zu opfern. Ich habe keine Ahnung, wo sie stehen sollte. Okay, du lässt sie raus. Wenn sie raus ist, habe ich es nicht gesehen. Direkt die Pünktchen mit hier. Das ist echt fies, wenn man weiß, dass irgendwo noch so ein ganz starker Gegner rumsteht. Und die IS-6 darf man wirklich nicht unterschätzen. Auch nach dem Patch ist hier immer noch ein sehr gefährlicher Panzer. So, sehr gut. Kommen wir auch durch. Hätte ich mal eben auch etwas, wer mich rausgenommen hat, dann würde man jetzt noch sehen, ob der jetzt noch einen hat. Wir brechen mal hier durch. Keine Ahnung, wo sie stehen sollte. Oh, also wieder nach A fahren. Also es ist hier, es wird nie langweilig, wenn ihr das mal so seht. MA-103. Der ist auch krass. Einmal durchbrechen, bitte. Okay. Ich weiß, ein bisschen Artillerie. Okay, wo ist er? MG-Schütze und Kühler haben wir rausgenommen. Er freut sich richtig. Was haben wir hier? Ach, so ein Fake-Panzer. Panther ist das. Gehen wir genau da durch. Da ist er weg. Das ist das Coole bei dem, wie gesagt, ihr müsst euch um nichts Gedanken machen. Er ballert einfach alles weg, was ihm sieht. Und das ist bei fast allen Briten der Fall. So, wir haben mal ein bisschen Punkte gesammelt da unten. M10 Ersatz. Ah, Mist, hat er noch Feuer raus. Oh, da gibt es T-44-100. Noch ein paar Abschusshilfen. Ah, schauen wir mal. Ne, noch war nix. Ah, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr mit. Boah, guck mal, ich habe 2358 Punkte und ich bin im Mittelfeld. Das ist eine bärenstarke Runde von allen, aber muss man sagen. Oh, ein bisschen Glück. Ne. Alter, was ist das denn jetzt hier? Habt ihr das gesehen? Es ist egal, was er macht. Es ist so krass, wirklich. Es ist scheißegal, was ihr mit diesem Britenpanzer macht. Die sind so stark. Also ich sag's, es... Ja, ist schon echt übel. Also natürlich wird man mit Britenpanzern auch mal überrollt. Das geht natürlich auch immer sehr, sehr gut. Aber es ist sehr selten der Fall. Ich habe auch 20 Smoke-Grenades mit, sehe ich gerade. Die brauche ich natürlich nicht. Könnte ich mal ein bisschen runterstufen. Die hatte ich jetzt neulich erst erforscht. Aber gut. Muss jetzt eigentlich vorbei sein. Ja, einen hat der Gegner noch. Das ist ein Sieg auf ganzer Ebene. Und durch den Kill gerade bin ich natürlich nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Jetzt gibt es nochmal Artillerie auf uns hier. Ist ja auch egal. Komm, schmeiß mal da ein. Weil es so schön ist.
Aber IS-3 sogar noch. Guck dir das an, FV4202 nimmt einfach die IS-3 raus. Also als Beispiel, das ist kein Problem. Ganz großes Tennis und das war's jetzt auch. Wir machen jetzt noch eine coole Io-Retter. Das ist auch geil bei den Panzern, dass die sich so schnell drehen. Und dann natürlich noch ein bisschen Smoke für alle. Also mega geil. Ja, schöne Runde. Mich freut es, dass ich den Tortoise da, obwohl abtiert, schön zeigen konnte. Das ist nicht immer der Fall. Also Gratulation an den Pantherfahrer. Ich hätte, ja, da war ich wieder zu doof, ganz ehrlich. Aber super einen Schuss gesetzt. Also gut, wenn ich jetzt einen Feuerlöscher gehabt hätte und so weiter, wäre das Ganze, den ich jetzt erforscht habe, wäre das Ganze ein bisschen ärgerlich anders, weil ich habe zufällig noch, zufällig einen 200% Booster gezündet, also ich bin mehr als zufrieden. Das war sehr, sehr gut. Ja, Centurion Mark 3 war schlecht gespielt, es war einfach, da habe ich die IS-6 im Sack gehabt und habe dann, ja, es ist immer manchmal, ja, weiß ich auch nicht, ist eigentlich nicht zu erklären. War doof halt, kann man nicht anders sagen. Da wollte ich dann halt auf, dann dachte ich, er hätte geschossen und dann schieße ich immer ganz gerne den Motor in Brand, weil in der Zeit, wo er nachlädt, würde er auf jeden Fall Crewmembers verlieren. Ja, total dämlich eigentlich von mir, weil ich hätte dann auf den Turm gehen müssen und den da irgendwie den, weiß ich nicht, Commander oder irgendwie noch was rausballern müssen. Naja, kann ich nichts ändern, ist aber trotzdem noch gut ausgegangen. Ich denke, mit 10.326 Punkten kann sich das sehen lassen. Der Canaveron kommt bald, dann ist der F4202 ausgedient, weil das ist dann quasi der schwere Panzer als Nachfolger von dem. Ja, Top-Runde, 3 Bodeneinheiten zerstört, 5 Abschlusshilfen, 2 kritische Treffer, hier ordentlich ein paar Karten bekommen. Gibt immer gut Credits, 836.000. Hier haben wir das Löschzeug jetzt dabei. Freut mich persönlich sehr. Ich gehe mal auf die Leiskitten. Einschießen brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Leiskitten habe ich gemacht, damit ich den einfach voll habe hier. Weil, ich weiß nicht, ob ich ihn bis zum Ende spielen werde. Muss ich mal gucken. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Oh, da gibt es aber eine Belohnung doch dabei. Da muss man mal gucken, was das so wird. Achso, ich glaube, als Belohnung müsste ich jetzt sogar hier. Ach genau, jetzt habe ich meinen, wer das nicht kennt, ich habe jetzt Special Task, zerstöre Spielerfahrzeuge mit einem Panzerjäger, 24 Stück, in RB, also in realistischen Ground Forces dann, Rang 3 bis Rang 4, ne? Rang 6, so römische Zahlen sollte man auch lesen können. Und hat sich dann so ein bisschen durch Jagdtiger, diesen Tortoise, Jagdpanzer 4-5 und so weiter und so fort. Ich meine das eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt hier Belohnung erhalten. Jetzt gibt es irgendwas Tolles. Mal gucken, dass ihr das auch mal gesehen habt. Wirbel, wirbel. Ey, super, nie wieder hungern. Ja, richtig toll. So, jetzt gehen wir hier auf Schlachtaufgabe und gehen in den Shop rein. Und nehmen hier direkt den nächsten an. Klack. Ja, bitte erwerben. Und jetzt können wir uns noch gucken, welchen wir holen. Lorbeeren, gewinne eine Schlacht und erringe dabei mindestens den folgenden Platz im Team. Rang 1 bis Rang 3 für AB. Das ist recht easy eigentlich, finde ich jetzt. Aber ich spiele so ungern AB Fluffgefechte. Feindliche Basen zerstören, 15 Stück. Ah, okay, das ist machbar. Das könnte ich mit der Arado spielen. Bester Panzerfahrer, erringe die angegebene Anzahl an gelisteten Erfolge. Heldenhafter Panzerfahrer, überleben können sie. Gespielte Mission 6, ja, das kriegt man auch hin, auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Schicksalsbringer, RB, achso, das ist AB, war das, ne? Ja, weil das ist doch schon ein bisschen über, nicht so toll. Obwohl, Überlebenskünstler heißt, glaube ich, verliehen für das Zerstören der meisten. Ach nee, machen wir nicht. Erringe die folgenden Missionsentscheider, ich glaube, ich mache die 15 Basen. Das kann man aber auch noch wechseln, wenn man möchte, das geht auf jeden Fall ganz gut. So, dann spielst du eine Runde Arado, habe ich noch 500% Booster, den könnte man dafür einmal verschwenden und dann passt das. Genau. So, Tortoise. Also, das Ding macht schon Spaß. Ich finde solche Panzer witzig. Also, ich spiele auch sehr gerne den Jagdtiger, der vielleicht durch die verschiedenen Munitionsarten ein bisschen obsolet geworden ist, aber ich denke, das sind trotzdem lustige Gefährte, die sehr viel Spaß machen und ihr seht halt, wie viel daran abgeprallt ist. Und da waren teilweise wirklich, also T44-100, das ist schon ein ganz schöner Ballerball, muss man einfach so sagen. Finde ich jetzt. Also, sehr starker Panzer. Da gab es eine IS-6, da gab es naja einen Tiger draufgeschossen. Der Ru hat unten mir einmal das Getriebe nur kaputt geschossen. Auch das ist Heat FS, muss man auch mal so sagen. Ne? Ich hoffe, dass er damit gespielt hat. Also im Ganzen ist das schon echt nett und wirklich ganz, ganz toll. Aber er ist halt sehr, sehr langsam, muss man auch sagen. Auf manchen Maps braucht er ihn gar nicht rausholen. Wenn ihr zum Beispiel gegen Russen spielt und das ist ein Objekt 120 auf was El Alamein oder sowas, der schießt euch einfach da quer durch, das ist dem vollkommen egal. Ne? Ansonsten, wie gesagt, oben diesen Turm, das finde ich sehr cool, weil damit könnt ihr natürlich, gerade eben, wo ich dann in den Cap gefahren bin, wo so viel Staub war, wo dann die IS-6 war das, glaube ich, die dann stand, wo ich nur die Abschlusshilfe bekommen habe, da kann man halt mal eher da durchhauen. Ne? Das ist schon ziemlich cool, weil die halt unabhängig von der Kanone ist. Sehr, sehr cool.
Und ja, echt erfolgreich, sag ich mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Von ausgehend würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt War Thunder, in diesem Sinne werde ich jetzt noch meinen 6-7er Matchmaking so ein bisschen oder Battle Ranking etwas nach oben schrauben hier, damit wir auch mal den Cannabin da reinziehen können. Wie gesagt, ich mache das ja immer so runter. Ah, auch sehr nett, freue ich mich sehr drauf. 8,4 cm, macht ordentlich Böcke, ihr habt das eben gesehen. Richtig geil, richtig toll. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also jetzt aber wirklich, tut nichts, was ich auch tun würde. In diesem Sinne, habt Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.